Steifeszeug. Ich wach aus meinem Tagtraum in die Realität zurück. Er war friedlich und angenehm. Doch wie ich meine Augen langsam wieder aufmache, dort trinke ich auch schon wieder in die Eintönigkeit von meinem Leben. Ich spüre taube Gefühle in meinem ganzen Körper. Die bestrafen meine Sinne. Eisige Köln. Und alles, was ich aus der Ferne her, ist nur... Haben Sie Zukunftsangst? Ist denn ein Schwendelig? Sie müssen einfach positiv bleiben. Trinken Sie das. Das wird Ihnen schon gut tun. Man reicht mir zu meiner Linken ein Glas Wasser. Mit der Rechten wahrscheinlich kein Placebo. Ich fühle mich gefangen. Und missverstanden. Meine Wut steigt wieder in mir auf. Wird stärker. Sie fängt an zum Brodeln. Sie raubt mir die Sinne. Wie? Wie soll ich das sagen? Ich wach auf meiner Insel wieder auf. Meine Schreie nach Hilfe. Sie verheuen im Rauschen vom Meer. Sie waren einfach nicht mehr laut genug. Dann schaue ich mich in meiner Umgebung ein wenig genauer um. Und was sehe ich? Wow! Das ist ja ein Paradies für Außenseiter. Bilder dringen in meinem Kopf. Und die erinnert mich an meine Freunde und Mitmenschen. An einer Lachen und wie Spaß gehabt haben. Es war so schöne Zeit. In Gedanken versuche ich mir einer mitzuteilen und Einfluss auf das Geschehen zu nehmen. So wie früher heute. Und was dann die? Alle, wirklich alle kehren meinen Rücken zu. Nur eine, ein junges Mädel, in das ich früher recht verliebt gewesen bin. Das hat sie zu mir umgedreht, kommt langsam näher und spricht mit flößender Stimme in mein Ohr. Du wolltest doch mit dem Teufel tanzen. Die Tage sind gekommen und gegangen, wie mein Atem. Immer ein und wieder aus. In der Zeit habe ich ziemlich alle Teile meiner Persönlichkeit genauer kennengelernt. Und ja, einige von denen war eine super Zeitgenossen. Spaß, Gaudi, Leihwand. Aber ich sag's euch, andere dagegen, die haben mir den Schweiß auf die Stirn drehen. Einfach nur Gänsehaut pur. Und es hat Momente gegeben. Da war die ganze Insel voll von denen. Und ich hab froh sein können, wenn ich noch irgendwo ein stilles Platzerl gefunden hab. Früher, da hab ich mir Ruhe und Zeit so gut wie nie gönnen können. Ja, wie denn auch? Aber jetzt hab ich reichlich davon. Es tut mir ja irgendwie gut, aber es kann auch ziemlich schmerzvoll sein. Beispiel in einem von den Momenten, da habe ich realisiert, dass ich die Herrschaft von meiner selbst komplett verloren habe. Ich bin mit beiden Beinen fest im Leben gestanden und dann hat mir die Unruhe von der Gesellschaft und das schnelle Leben den Boden unter die Füße weggezogen. Wenn mir das Leben eins gelehrt hat, dann dass wir manchmal nur auf die harte Tour lernen, was es heißt, menschlich zu sein. Und ich sag euch, ich hab das Glas Wasser nicht mehr angerührt. Teufelszeug. Es sprach Johannes Brunner. Buch und Regie André Kessler. Produktionsjahr Graz 2023.